Edinburgh ist seit 1437 die Hauptstadt Schottlands im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland. Seit 1999 ist sie außerdem der Sitz des schottischen Parlaments und mit knapp 500.000 Einwohnern nach Glasgow die zweitgrößte Stadt Schottlands. Die Felsburg und der mittelalterliche Palast im Herzen der Stadt zeugen von einer düsteren, unruhigen Vergangenheit. Die verlockende Stadt ist ein Weltkulturerbe mit Gebäuden und Gassen, die Mythen aus längst vergangenen Zeiten heraufbeschwören. Edinburgh hat sich auch als Inspirationsquelle für Schriftsteller bewährt, die hier Figuren wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde, Sherlock Holmes und Harry Potter erschaffen haben. Die Magie der Stadt wird rund ums Jahr in zahllosen Festivals beispiellos in Szene gesetzt. Zu den markantesten Sehenswürdigkeiten der Stadt zählen das Edinburgh Castle, der Palace of Holyrood House, die National Gallery of Scotland, das National Museum of Scotland, die Princess Street sowie die Royal Mile. Charakteristische Pubs bieten herzhaftes regionales Essen, oft sind sie auch architekturhistorisch bedeutsam. Nach einem Vormittag in der Altstadt, wo man übrigens selbst nach tagelangem Aufenthalt immer noch nicht alles gesehen hat, gelangt man über die North Bridge zu Edinburghs zweitem Weltkulturdenkmal, der georgianischen Neustadt. Die elegante Anordnung der Straßen und die neoklassizistische Architektur zählen weltweit zu den Glanzleistungen dieser Art. Die Royal Mile besteht aus den Straßen High Street und Canongate. Erwähnenswert ist auch der Royal Botanic Garden Edinburgh, nördlich des Stadtzentrums. Westlich des Botanischen Gartens liegen der Zoo und die Gallery of Modern Arts. Dr. Jekyll und Mr. Hyde, Sherlock Holmes und Harry Potter waren schon da. Kommen auch Sie nach Edinburgh.